Sie möchten sich oder Ihre Familie gegen die immer stärker steigende Inflation schützen. Und Sie haben auch verstanden, dass das Geldsystem zwischenzeitlich in eine exponentielle Wachstumskurve eingetreten ist, aufgrund der Tatsache, dass das Geld durch nichts als durch das Vertrauen von Ihnen gedeckt ist. Und dass dieses Vertrauen aufgrund der weltweiten politischen Situation und der weltweiten Gelddruckorgien immer weiter nachlässt, liegt natürlich daran, dass die Menschen nach Alternativen suchen, wie sie ihr Geld vor der Inflation absichern können. Es liegt aber vor allem auch daran, dass viele Menschen zwischenzeitlich das Gefühl haben, dass eine Zeitenwende eingeleitet ist, in der ein neues Geldsystem nötig wird, um wieder Vertrauen zwischen den Banken, der Politik und den Menschen zu schaffen. Mit dem heutigen Video möchte ich denjenigen, die bei ihrer Suche und Recherche immer wieder auf Gold gestoßen sind und vielleicht einen kleinen, tieferen Einblick zu den passenden und den 5 besten Goldanlagemünzen der Welt haben möchten, geben. Mit diesem Video möchte ich Ihnen die 5 passenden Münzen für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene zeigen, und ich möchte Ihnen die Unterschiede, aber auch die Vorteile dieser Münzen erklären, warum Sie mit diesen Münzen bestens investiert sind. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Wir betreiben einen der größten Online-Shops für physische Edelmetalle in Europa und sind sehr stolz darauf, uns zu den Experten am deutschen Markt zählen zu dürfen. Was Sie hier neben uns sehen, ist die Variante jeweils in der 1 Unze Gold bzw. in der 1/10 Unze Gold Stückelung. Der Unterschied dazwischen ist zum einen der Preis und zum anderen, wie der Name es schon sagt, hat eine 1/10 Unze nur 10% des Gewichts der ganzen Unze. Es kann sich nicht jeder eine ganze Unze leisten und deswegen haben wir auch als Alternative die 1/10 Unze für die kleineren Investoren vorgestellt. Preislich liegen wir hier eher um die 200 Euro und hier circa um die 1600, 1700 Euro, je nachdem, wann Sie dieses Video sehen. Steigen wir doch gleich mal ein hier mit der Gold Britannia. Die Britannia, eine Münze aus Großbritannien, hat einen Feingehalt von 999.000stel, das heißt das Höchste, was man erreichen kann. Und das Besondere bei der Britannia ist sowohl bei der ganzen als auch bei der 1/10 Unze, dass die Münze ein Sicherheitsmerkmal hat. Zum einen hier im Vordergrund diesen Dreizack, den man in dem kleinen Kreischen sieht, aber auch die Hintergrundoberfläche ist mit kleinen Erhöhungen schraffiert, sodass diese Münze schwer oder kaum gefälscht werden kann. Die Fälscher versuchen es dann eher bei den einfacheren Barren, weswegen ich Ihnen heute auch Münzen zeige. Oftmals kursiert auch das Vorurteil, dass Münzen ja teurer als Barren sind, was falsch ist, denn zwischenzeitlich werden einfach mehr Münzen als Barren nachgefragt. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass eine Münze jedes Jahr den Jahrgang aufgeprägt hat und viele Münzen, wie beispielsweise die Kängurus oder aber auch in dem Fall hier nicht zu sehen, die Somali-Elefanten, sich jedes Jahr im Motiv verändern, und das ist das Besondere, deswegen entstehen bei diesen Münzen dann Sammlerwerte und das hat man bei einem Anlagebarren so nicht. Deswegen würde ich immer, wenn ich die Option zwischen der Münze und der Barren habe und ich auf, aus Anlegersicht investiere, Münzen wählen. Als zweite Option daneben sehen Sie dann den 1 Unzen Gold Maple Leaf bzw. die 1/10 Unze. Wichtig auch hier, Sie sehen schon den Unterschied, die 1/10 Unzen werden entsprechend nicht in der Münzkapsel geliefert, sondern der Hersteller schweißt diese Münzen ein. Damit können Sie natürlich bei den kleinen Stücken ganz sicher sein, dass die Münzen in der absolut höchsten Prägequalität sind. Es handelt sich ebenfalls um eine 999er Feingoldmünze, also auch hier haben wir 99,9% Feingold in der Münze. Die Kanadier waren die ersten weltweit mit einem Sicherheitsmerkmal. Man sieht auch hier im Vordergrund wieder dieses kleine Ahornblättchen und da ist sogar noch eine Besonderheit mit drin. Innerhalb des Ahornblatts, wenn man es etwas vergrößert, wir versuchen es hier mal darzustellen, sieht man dann auch entsprechend den Jahrgang der Münze. Die Münze verändert jährlich ihr Motiv nicht, also das Motiv bleibt jedes Jahr gleich. Und der Maple Leaf ist neben dem Krügerrand, auf den wir am Ende zu sprechen kommen, eine der beliebtesten Anlagemünzen und der meistgeprägtesten Anlagemünzen der Welt, weil eben auch der Silber Maple Leaf besondere Vorteile mit sich bringt, und wenn eine Münze, egal ob Silber oder Gold, besonders beliebt ist, dann zieht es das andere Metall auch bei Anlegern immer etwas mit. Die dritte Münze, die Sie hier sehen, ist der besagte Krügerrand, der eine andere Farbe hat, wie beispielsweise der Maple Leaf oder der Britannia oder die Britannia, denn der Krügerrand hat seit 1967 91,6% Feingold. Und das Besondere daran ist, dass die Afrikaner an der Strategie festhalten, dass eine Münze eine Legierung sein muss, damit die Münze härter und robuster zum Tausch ist. Das macht die Münze so beliebt, weil sie war schon und sie ist auch nach wie vor ein optimales Krisentausch- und Zahlungsmittel. Ob man das Ganze jetzt in der ganzen Unze zum Tausch oder in der 1/10 Unze verwendet, obliegt jedem selbst. Natürlich ist es sinniger, wenn man ein bisschen Brot oder etwas Kleineres tauschen möchte, eher die kleineren Stücke zu besitzen. Deswegen empfehle ich, unabhängig davon, ob man ein größerer Investor oder ein kleinerer Investor ist, immer ein bisschen zu diversifizieren zwischen 1 Unzen und 1/10 Unzen. Es gibt dazwischen auch noch 2 weitere Größen, nämlich die halben und die 1/4 Unzen. Hier muss man aber ganz klar sagen, dass die im Verhältnis zu diesen beiden Stücken lange nicht so oft verkauft werden. Daneben haben wir dann die 1 Unze
Gold Känguru Nugget aus dem Jahr 2022. Beim Känguru Nugget ist das Besondere eine Münze aus Australien von der australischen Perth Mint. Eine elitäre Münze, denn da geht es darum, dass die Prägequalität bei der Perth Mint meistens ein Stück besser ist als bei den anderen Herstellern, was sich jetzt im Preis nicht unbedingt widerspiegelt, weil sie sehr häufig verkauft wird, aber sie ändert jedes Jahr ihr Motiv. Und die Känguru-Liebhaber, die vor allem die schon mal in Australien waren oder die gerne eben sich auch mit dem Tiermotiv oder mit den Tiermotiven beschäftigen, stehen besonders auf das Känguru, weil es zum einen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, also es ist im vorderen Segment mit dabei. Da ist vergleichbar zum Beispiel der Maple Leaf oder die Britannia. Der Krügerrand ist immer etwas teurer. Es liegt einfach daran, weil die Afrikaner zum einen wegen der Legierung, aber zum anderen auch wegen der weiten Lieferstrecke nach Europa etwas mehr verlangen können und weil der Name auch eine Marke, eine bekannte Marke ist, eine etablierte Marke. Wenn Sie Ihren Nachbarn fragen, ob er den Känguru Nugget kennt oder den Krügerrand, dann werden die meisten wahrscheinlich eher den Krügerrand kennen. Und zur letzten Münze, last but not least, da sind wir sehr stolz drauf als Europäer, eine europäische Anlagemünze, in dem Fall aus Österreich, die Wiener Philharmonie, die darauf abgebildet ist, unter anderem auch auf der Rückseite dann verschiedene Orchestermotive. Wir werden Ihnen im Laufe des Videos versuchen, die Vor- und die Rückseiten der entsprechenden Münzen ein bisschen besser darzustellen. Die eine Unze und die Zehntelunze sehen exakt gleich aus, haben aber einen großen Unterschied, nämlich die Größe. Die eine Unze hat 37 mm Durchmesser, ist damit die größte von allen Anlagemünzen, die Sie hier in diesem Video sehen. Und die Zehntelunze hat nur 16,5 mm. Damit Sie mal einen Vergleich haben von den Größen, weil es auf dem Video nicht mal so gut rauskommt. Man hat bei der einen Unze Britannia 33 mm, beim Maple Leaf 30 mm. Der Krügerrand ist wieder so groß wie die Britannia mit 33 mm. Der Känguru Nugget mit 32,5 zerquetschte Millimeter und daneben haben wir dann den Wiener Philharmoniker mit 37 mm, damit Sie für sich eine Orientierung haben, was gefällt mir. Man kann sich auch mal ein bisschen als Vergleich, als Beispiel, wenn man eine 2-Euro-Münze sich daneben legt, hinlegen, dass man mal ein Gefühl bekommt, wie groß ist so eine Münze, wenn sie dann bei mir zu Hause ankommt. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man investiert, sich nicht zu breit aufzustellen, also man muss nicht unbedingt alle 5 Münzen haben, sondern man kann sich wirklich auf die ein oder andere spezialisieren und dann jährlich nachkaufen. So hat man es auch im Wiederverkauf einfacher, denn aus Händlersicht ist es so, der Händler muss natürlich, wenn er verschiedene Münzen bekommt, verschiedene Prüfverfahren anwenden. Hat der Händler nur eine Münze, kann er meistens sogar bessere Ankaufspreise bezahlen und damit haben Sie dann einen Vorteil und der Händler auch. Mein persönlicher Favorit, weil ich ja sehr oft gefragt werde, ist selbstverständlich der Krügerrand, weil er die meistverkaufte Goldmünze der Welt ist, aber auch die Britannia-Münzen haben wirklich einen tollen Charme. Viele wussten auch nicht, dass die Britannias in Großbritannien die einzige Münze sind, die steuerbefreit, also von der Bevölkerung verkauft werden können. Das fördert nämlich die britische Regierung damit. Und ja, ich hoffe, mit dem Video konnte ich den Einsteigern einen schönen Abriss geben, wie man und mit welchen Münzen man sinnvollerweise in Gold investieren kann. Sie können bedenkenlos jede dieser Münzen kaufen, um Ihr Geld sicher vor der Inflation und den Krisen der Welt zu schützen. Ich bin sicher, eine Währung, die seit 5000 Jahren existiert, in dieser schönsten Reinform, macht immer Sinn im Vergleich zu Papiergeld, das vielleicht aufgrund der 5- oder 6%igen Inflation, die wir derzeit haben, jedes Jahr weniger wert wird. Denn die Kaufkraft von einer Unze Gold war vor Jahrtausenden schon die gleiche, wie sie heute ist und Sie hätten Ihr Vermögen auch mit einer Unze Gold aufbewahrt und das muss einem immer im Kopf bleiben. Sollten Sie eher derjenige sein, der sagt, ich möchte mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen und einen tieferen Einblick hinter unsere Systeme gewinnen, schauen Sie gerne mal in dieses Interview mit mir und Florian Homm. Da geht es ganz, ganz tief. Falls Sie sagen, ich möchte mir diese Münzen genauer anschauen, schauen Sie hier gerne in den Online-Shop. Dort finden Sie die Produkte alle bestellbar. Ich würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere damit zum Jahreswechsel die passende Investitionsmünze oder das passende Anlageprodukt findet. Sollten Sie Fragen haben oder eine individuelle Beratung wünschen, dürfen Sie gerne unsere Kundenberater anrufen. Auf bis bald, auf Wiedersehen und machen Sie es gut.